Willkommen zum vierten Yoshi's Island Romhack Race Level. Ich bin sehr gespannt, was für Techniken heute wieder auf uns zukommen, die ich nicht kenne. Deswegen starte ich das Ganze einfach mal und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Immer noch das gleiche wie letztes Mal. Guckt nicht nach unten. Ich glaube, man musste hier einfach gar nichts drücken. War das... Doch, jetzt dann gleich. Moment. Yep, da ist die Lücke. Oh, der ist aber neu. Nein. Oh Gott, was ist das denn? Bin ich erledigt? Ich drücke hier gerade wahllos irgendwelche Knöpfe. Man sieht es ja auch. Oh, jetzt fahre ich rückwärts. Ist vielleicht besser... Lel. Ist vielleicht besser, wenn ich nochmal von vorne anfangen darf. Oder ich gehe einfach hier oben rum. Springen wäre halt nicht schlecht. So, jetzt aber. Kann doch nicht sein, dass ich im Intro festhänge. Ist ja wie in den bösesten Mario World Kaiser-Hacks. Jo, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, wie ich da jetzt dran vorbeikomme. Und von oben ist es irgendwie noch schwieriger. Hep. So, einmal über den drüber. Jetzt muss ich dann gleich nochmal springen, aber ich lande ja direkt in dem Ding drin. Ich kann also eigentlich... eigentlich gar nichts machen. Nein, wieso kann ich nicht auf den drauf springen? Was ist das für ein Betrug? Ne. Halt an, Yoshi. Halt an. Oh Gott, ich... Nein! Ich komme hier nicht raus. Ich muss was anderes versuchen. Was, wenn ich hier springe? Nee, das ist Quatsch. Das ist so designt, dass es von alleine funktionieren soll. Aber ich muss definitiv irgendwas anders machen, um an diesen Felsen vorbeizukommen. Vor allem wäre es gut, wenn ich mal nicht immer genau vor dem lande. Ah, fahr, Yoshi. Aber es geht nicht. Ich kann nicht über den drüber springen. Und ich vor allem, was noch schlimmer ist, ich kann nicht auf ihn drauf springen. Es geht nicht. Fragt mich nicht, wieso. Mit Ski-Yoshi kann man wohl nicht auf diese Gegner... Ich krieg's halt echt nicht hin, ne? Ich krieg's nicht hin. Was für eine Blamage. Ich komm nicht aus diesem Intro-Bereich raus. Please. Nicht mal das schaffe ich. Komm nicht mal über den rüber. Ich weiß auch gar nicht, wie es gehen soll, weil ich kann nicht auf ihn draufspringen. Und ich verliere hier so viel Schwung. Jo! Lol. Bin in der gleichen Kacksituation. Könntest du jetzt bitte wieder nach vorne fahren, Yoshi? Nein! Oh! Nee! Nee! Ist das wirklich gedacht, dass das so schwer ist? Weil ehrlich gesagt glaube ich, dass ich mich einfach nur unfassbar dämlich anstelle. Nein! Oh Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Warum, weiß ich zwar nicht, aber jetzt kann's endlich mit dem normalen Level losgehen. 1-1, Panzer sind supi. Erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Kicke den Panzer rückwärts und springt dann später nochmal von ihm ab. Aha. Okay. Ja, das wird jetzt ein paar Minuten dauern, bis ich mich wieder an die Steuerung gewöhnt habe. Die ist doch sehr verschieden. Yeah. Vor allem mit dem Flatterflug halt, den man aus Versehen einsetzen kann. Und das Momentum ist echt heftig in diesem Game. Alles klar, das ist nur eine Übungssektion hier. Und zack. Oh, muss ich echt über den drüber? Nee. Schnapp dir... Achso, das ist der normale Text aus dem Spiel. Achso, warte mal. Heißt das, ich soll das machen? Weil so käme ich ja dann an dem Ding vorbei. Also an der Piranha-Pflanze. Dang it, der ist aber auch mit einem Affenzahn unterwegs, der Panzer. So, jetzt nochmal. Nein! Wie ich es einfach nicht schaffe. Herrlich. Das macht doch Spaß, neue Sachen zu lernen. Und dabei zu failen. So, jetzt will ich mal versuchen,
irgendwie in die andere Richtung zu drücken? Ja, 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 lass mich raus, lass mich raus. Danke. Sehr ungelenk das Ganze, aber es funktioniert. Und jetzt darf ich das mit den Panzern wohl noch öfter machen. Wow, man sinkt brutal ab mit dem Flatterflug. Das geht, dass man den Panzer mehrmals andotzt? Boah, ist aber auch schwer, den auf der richtigen Seite zu treffen. Also, dass ich ihn jetzt nochmal... Ja, cool! Yo! Achso, jetzt werde ich aber sofort gekillt. Das heißt, ich kann den Trick nicht mehr anwenden. Das ist doof. Das heißt... Nein, wieso konnte ich mich nicht bewegen? Achso, man muss warten, bis dieser Fade-In von dem Bildschirm komplett zu Ende ist. Vorher kann man nicht loslaufen. Und zack. Nochmal. Will ich ihn hier nochmal anhalten? Ich bin mir nicht sicher. Das würde die Sache vielleicht ein bisschen vereinfachen. Oder ich... Boah, da muss man ja echt perfekt sein, um diesen Sprung dahin zu kriegen. No. Achtung. Jetzt gleich? Nee, das kann nie im Leben reichen. Irgendwas mache ich hier verkehrt. Entweder ich muss diesen Sprung perfekt ansetzen oder ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich schleck den Panzer auf. Ja. Nachdem ich ihn jetzt ein letztes Mal treffe, dann hole ich mir ihn hier von hier, mache die Piranha-Pflanze damit alle und dann komme ich da auch rüber. Ich glaube, so ist das gedacht. Ich komme aber nur nicht dran. Ah! Dang it, ich weiß nicht, wie ich rumkomme. Ich schaff's einfach nicht. Ich weiß auch nicht, welche Knöpfe ich loslassen darf, damit das alles... Nein! Damit das funktioniert. Okay, das wär's fast gewesen. Bin ein bisschen tief abgetaucht. Aber ansonsten war alles richtig. Nein, ich schlag mir da jedes Mal die Rübe an. Deswegen bin ich vorhin auch so tief abgetaucht, aber ja, ist halt auch nicht das Richtige. Was war das denn? Nein, ich glaube, das wär's gewesen. Die Höhe hatte ich nämlich. Muss nur den Panzer noch besser wegschlecken. Und da habe ich es geschafft. Boah. Krassomat. Fühlt sich aber richtig gut an. Spucke den Panzer nach oben in die Wand und dann springe ich auf ihn drauf. Easy Shell Jumps. Nach oben in die Wand? Aber aus welcher Distanz? Das hat sich jetzt so angehört, als müsste ich direkt an der Wand stehen, aber das ist wohl nicht das, was man hier machen soll. Spucke den Panzer nach oben in die Wand. Weißt du, nicht gegen die Wand, sondern in die Wand. Deswegen dachte ich halt, man muss das hier so machen, aber da spuckt er das Ding nicht aus. Lel. Ich will es mal von hier versuchen, da wo der Panzer liegt. Ja, aber von springen steht da halt nichts, also spring nicht. Tja, da hätte ich jetzt eine etwas genauere Anleitung gebraucht, ehrlich gesagt. Ich muss ihn doch anstoßen, oder? Sonst kann ich doch nicht von dem abspringen. Boah, der hat da echt eine Hitbox. Also das heißt, ich spuck den nach oben. Ja, und dass ich ihn da nicht treffe, das ist ein Problem. Weil dadurch weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Ja, ich glaube, jetzt reicht's. Aber
Naja, so easy finde ich das jetzt gar nicht. Aber jetzt muss ich es auch noch rückwärts machen, oder was? Ja, lel. Ja gut, den Panzer solltest du vielleicht schon aufschlecken. No, das ist voll schwer, diesen Panzer aufzuschlecken. No! Ich glaube aber, dass die Münzen mir anzeigen sollen, wo ich den Panzer ausspucken soll. Weil wenn man ihn nach vorne ausspuckt, dann funktioniert's komischerweise nicht. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal hier an der Wand getestet. Aber... ja, er fällt dann durch einen durch. Es geht wohl echt nur, wenn man den Panzer nach oben spuckt. Ja. Ist schon ein bisschen gepfriemel, das hinzukriegen. No! Ich kann das doch nicht abschätzen, wie, was für eine Bahn die Panzer da rumfliegen. Es reicht nicht, ich muss sie früher ausspucken. Dang it! Reicht das? Oh ja, ganz knapp. Hoffentlich bleiben die Abschnitte so kurz, sonst kriege ich echt ein Problem. Halte nach oben und züngle diese Gegner durch ihre Schilde hindurch. Und danach schläg einfach alles auf. Okay. Ach, das geht echt? Ups. Das wusste ich nicht. Lustig. Und danach schleck einfach alles auf. Oder zumindest die Zunge soll ich verwenden. Yoshi ist aber ein bisschen fett, um da durchzupassen. So. Oder täusche ich mich? Ah, ich soll den da hochbuxieren. So. Wahrscheinlich. Also, wenn ich dem Tipp weiterhin Folge leiste und einfach alles mit der Zunge abschlecke. Komm, mach einen Abgang. Nein! Im Ernst? Autoscroller. Sie verfolgen einen einfach in jedes Spiel. Okay. Ach so. Der fällt ja gar nicht direkt runter. Der braucht da noch ein bisschen. Der hat noch Airtime. Hangtime. Ups. Ups. Ja, wenn man zu nah an der Wand steht, dann kommt die Zunge nicht raus. Das muss man bedenken. Oh Gott. Nein, ich dachte schon, ich muss einen Shelljump machen, aber Gott sei Dank nicht. Der Kelch geht nochmal an mir vorüber. Oh, wieso war ich denn jetzt so langsam? Ja, okay, von mir aus lauf da von der Kante runter, ist mir auch recht. Aber dieser Sprung, ich weiß gar nicht, warum der so schwer ist. No! Ah, dämlicher Autoscroller. Er zwingt mich, dass ich da diese perfekten Flatterflüge mache, sonst, ja. Ich komme ja nicht schneller weg. Es ist so schwer in diesem Spiel mit dem Flatterflug auf einer Höhe zu bleiben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Komm, mach einen Abgang. Wie weit man aber unter der Stage immer überlebt, ey. Das ist der Hammer.
Nein, geh doch weg. Ich verstehe diesen Stego einfach nicht. Der macht, was er will. Manchmal, ja, ich glaube, wenn er den Boden berührt, dann wird er halt da weggeschleckt. Und ansonsten, könntest du bitte da weggehen? Ja, offensichtlich nicht. Und ansonsten bleibt er in der Luft stehen. Also optimal ist es, ihn irgendwie so halb hoch wegzuschlecken. Sonst ist er einem immer im Weg. Entweder unten oder oben. Ja, furchtbarer Typ. Jetzt wollte ich mir Zeit nehmen, den erst schön wegschlecken und dann hinterher. Geht aber nicht. Der Spike hat was dagegen. Oder der Pfosten da. Geh doch jetzt mal aus dem Weg! Wie so ein Türsteher, der einfach nicht nachgibt. Guckt euch den an! Guckt ihn euch an! Wieso macht er keinen Flatterflug? Weil ich den Knopf zu früh gedrückt habe. So, so. Und das muss ich einfach akzeptieren. Nein, ich weiß nicht wieso. Aber ich komme nicht an dem Viech vorbei. Vielleicht sollte ich ihn nur einmal schlecken? Vielleicht mache ich es mir selber zu schwierig. Weil ich versuche, den so schnell wie möglich wegzukriegen. Aber wenn ich nur einmal schlecke, ja, dann reicht es halt nicht. Es reicht halt nicht. Das ist das Problem. Ja, jetzt kriege ich den nicht mal aufgeschleckt. Ja, das wird nichts mehr. Oder vielleicht doch. Jetzt kommt der Versuch. Nee. Keine Ahnung, Mann. Ich schleck den dreimal ab und der steht da so lange in der Luft. Wie? Wie komme ich an ihm vorbei? So. Vielleicht soll man das ja auch auf die sichere Variante machen. Weil vom Autoscroller her hätte man dafür Zeit. Ich glaube, ich mache das ab jetzt so. Ich schleck den erst ganz gediegen weg und dann gehe ich selbst hinterher. So. Der kann mich mal. Komm her. Noch mehr von den Typen. Jetzt wird's auch noch eng. Voll schwer zu sehen, wo man da stehen kann, ne? Auf diesen komischen Plattformen. Nein, bleib da. Da ist das Ziel. Ja. Ja, Manno. Voll schade. Ich hätte voll gern noch weitergemacht. Oh, ich bin down. Bin ich down? Nein, die Credits spielen, also habe ich es wohl geschafft. Keine Kaizo-Falle am Ende, die einen wieder am Anfang des Levels rauskommen lässt. Jo, wir haben Shelljumps gelernt. Also zumindest den Anfang davon. Wirklich beherrschen tue ich die Dinger noch nicht. Ich bin sehr gespannt, inwieweit die in die nächsten Level mit einfließen werden. Weil normalerweise, ja, macht er das recht gut, dass er einem in einem Race-Level die Technik zeigt und im nächsten wird sie dann ein bisschen fordernder eingesetzt. Ich freue mich sehr drauf und dann sehen wir uns da wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.